Einen schönen guten Nachmittag. Ich habe hier eine neue, einen neuen Lichterstripe. Ein richtig schön, der gefällt mir gut farblich. Ich hatte schon einen in meinem Schlafzimmer angebracht auf meinen Schränken und die Farbe gefällt mir überhaupt nicht. Auch die Optionen, die ich damit habe, das gefällt mir alles nicht so wirklich. Und jetzt will ich den wieder abnehmen und woanders platzieren. Es geht ja zum Glück, wenn man es einmal abnimmt, kann man es nochmal woanders kleben. Aber ich habe mir diesen hier bestellt. 6 Meter sind genau das, was ich brauche von der Länge her. Und passt es. Ja, ich habe ihn schon zusammengesteckt. Dieser Kabel ist natürlich im Lieferumfang enthalten. Ihr könnt es da hinten sehen. Da steckt das schon ganz hinten in der Steckdose. Alexa musste für die Zeit mal den Platz frei machen, weil da nicht so viele Steckplätze sind. Ja, nichtsdestotrotz, wir wollen ja hier was vorführen. Ihr wollt euch das ja mal kurz angucken. Hier ist ein Bedienelement direkt an dem Stripe. Hier kann man Modes wählen. Hier kann man die Geschwindigkeit stellen und hier die Farbe und ein aus. Ja, Speed, ein aus. Gut, okay, ich mache das sowieso nachher mit der App, weil ich das viel schöner finde. Hier haben wir noch ein Klebepad für dieses Teil, damit man das irgendwo fest platzieren kann. Dann solche kleinen Haken, mit denen man den Stripe fixieren kann, ohne ihn irgendwo anzukleben. Und hier solche kleinen Dinger, die sind, hier zum Beispiel ist sowas dran und das kann man hier auch reinstecken, um die Lichterkette zu verlängern. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran, da kann man das reinstecken, dann kann man sie mit einer anderen Lichterkette verbinden, die auch solche Anschlüsse hat. Ja, das war das. Es sind sogar zwei von diesen Teilchen drin. Gut zu wissen, dass man könnte, aber für mich reicht das, was ich hier habe. Und hier ist dann also die Fernbedienung. Mit der App, das kann ich jetzt im Moment ja noch nicht zeigen. Das muss erst alles installiert werden. Hier wäre diese Happy Lightning App, aber mein Mann, ja, macht mir das eigentlich immer alles in Smart Life rein. Dann habe ich alles an einem Ort. Alles zusammenhängt und komme von dort aus auch an die Bedienelemente ran. So, hier haben wir dann einen Ausschalter, Dimmen, RGB-Farben, Soundeffekte, Timer und dann ja, hoch und runter weiß ich jetzt nicht, was das ist. Das hatte ich schon mal auf einer Fernbedienung und wusste nichts mit anzufangen. Hier sind dann diese voreingestellten Modes noch, dass man sich das alles angucken. Was mich interessiert, ich hatte mal einmal eine Lichterkette. Jetzt reagiert das gar nicht auf die... Ach, wisst ihr was? Der Kardinalsfehler. Immer wieder dasselbe. Ich vergesse das immer, Russmann. So. Ich hatte einmal eine Lichterkette gehabt, wo ich bei der Fernbedienung durch wiederholtes Drücken auf das W für Weiß habe ich dann Warmweiß gehabt. Warmweiß, Kaltweiß, Taglicht hat es angezeigt. Und das fand ich so toll. Habe ich nie wieder gehabt. Aber es war so praktisch gewesen, weil ein Warmweiß ist wirklich was Schönes. Ich kann aber auch ein Warmweiß simulieren mit Gelb. Sagt mir allerdings nicht ganz so zu. Ich muss mal das Umgebungslicht ein bisschen drosseln, damit ihr das überhaupt seht. Also es ginge, es wäre eine Notlösung, aber es sieht nicht auf dem Bild, wie ihr das seht, aber bei mir hier sieht das sehr gelb aus. Es hat nicht unbedingt wirklich was mit Warmweiß zu tun. So, dann kann ich mal blau anmachen. Ich tippe einfach bloß wahllos mal ein paar Farben durch, damit ihr das sehen könnt. Rot, dann haben wir hier noch grün. Was ist das? Das ist lila und Flieder, aber UV-Licht ist das nicht, oder? Ich brauche ja bloß meine Nägel prüfen. Nee, UV-Licht ist nicht dabei. So, wie gesagt, Soundeffekte sind dann so, die sind dann so, dann sind sie so, ja, sie reagieren eben auf meine Stimme, sind sie vier verschiedene. Ich denke mal, das richtet sich auch so ein kleines bisschen danach, was man hört, wenn man eine Musiksendung hört oder ob man einen Film sieht. Danach entscheidet sich auch, welchen Soundeffekt man wählt. Und dann diese Timer,
brauchen wir jetzt nicht testen. Ihr wollt sicherlich nicht eine Stunde oder bis zu 4 Stunden hier sitzen und warten, ob der Timer dann wirklich reagiert, ob der sich das gemerkt hat. Nein, okay, es war mal Spaß. Aber wie das mit diesem Hoch und Runter funktioniert, erschließt sich mir noch nicht. Ich schalte mal einmal ein und werde mal dieses hier wählen. Passiert doch gar nichts. Ich muss mir das wirklich mal richtig in Ruhe durchlesen. So, dann haben wir hier das Dimmen, Runterdimmen und wieder Hochdimmen. Das funktioniert auch. An aus ist klar. Und jetzt machen wir mal noch einen Mode rein. Gucken, was macht der hier? Der macht gar nichts. Der macht auch nichts. Ach so, DIY, da kann man sich eigene Modes zusammenstellen. Ich nehme aber die voreingestellten. Ein schönes Blinklicht. Fade finde ich immer schön. Hier ist Fade. Wobei so ein Farbverlauf, das ist schöner. Das gefällt mir besser. Und Auto? Ein Auto gibt es auch. Das ist schön. Doch, gefällt mir gut. Ja, ich finde sie toll. Ich empfehle sie gerne weiter und wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.